Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch Tipps geben, wie ihr ganz einfach einen Brawler auf Rang 25 oder Rang 26 pushen könnt. Ihr denkt euch jetzt so bestimmt, Alter, der hat doch gerade mal 20 Brawler oder so auf Rang 25 und 4 oder 5 auf 26. Ja, aber ich meine schon, ich 20 Brawler auf 25, das ist schon eigentlich viel. Also dieser Tipp geht an alle, die noch gar keinen Brawler auf Rang 25 haben. Und ja Leute, bevor wir mit dem Video beginnen, lasst gerne einen Like da und einen kostenlosen Like auf jeden Fall. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und Leute, ich werde auch, wie gesagt, die nächsten Tage mehr streamen, denn meine Livestreaming-Person wurde wieder aktiviert. Auf jeden Fall auch einen großen Dank an YouTube, dass meine Livestreaming-Person wieder aktiviert wurde. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel lange rum, wir fangen direkt an. Auf jeden Fall, Tipp Nummer 1 ist Solo-Showdown. Also, die meisten wissen, dass ich meine Brawler am meisten in Solo oder Duo gepusht habe. Ich glaube, ich habe die sogar immer in Solo oder Duo gepusht. Auf jeden Fall, Leute, ich sage es euch, pusht da eure Brawler zum Beispiel in Duo oder Solo, weil das ist da einfach am einfachsten, weil zum Beispiel in Solo, wenn man erster Platz wird, dann kriegt man plus 10. Oder wenn man in Duo erster Platz wird, dann kriegt man plus 9. Aber zum Beispiel in 3 gegen 3 könnte das halt öfter zur Schützerei kommen und aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich sag euch denn beim Tipp Nummer 1 spielt Showdown auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 ist auf jeden Fall gute Brawler für die Map aussuchen. Zum Beispiel, wenn ihr gerade zum Beispiel Inselversion spielen wollt und Lou pushen wollt oder wie auch immer, macht das nicht, denn Lou ist zum Beispiel nicht gut in dieser Map oder so. Ich würde zum Beispiel Tara oder Bo spielen. Ja, auf jeden Fall das Wichtigste ist, ihr müsst auf jeden Fall immer gut achten, ob ihr mit den richtigen Brawlern für diese Map spielt. Zum Beispiel wie in dieser Map jetzt gerade, wo ich gerade meinen Colt spiele. Da ist halt zum Beispiel der Boxer nicht so gut oder so, weil der Boxer ist halt ein Nahkämpfer oder so. Aber wie gesagt, auf jeden Fall Tipp Nummer 2 ist auf jeden Fall den richtigen Brawler in einer guten Map spielen. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 ist einen Mate haben. Das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn ihr Duo spielen wollt, aber das könnte man auch anders sagen. Zum Beispiel, wenn ihr einen Rang 25er Push machen wollt, braucht ihr eigentlich sehr, sehr gut einen Mate, wie gesagt. Denn der Mate könnte euch halt sehr, sehr viel helfen. Zum Beispiel, das Matchmaking könnte gecleant werden vielleicht oder so. Vielleicht könnt ihr euch der Mate ein bisschen carryen, wie zum Beispiel bei mir, Mr. Ness. Grüße gehen raus, wie immer. Und auf jeden Fall, wie gesagt, Tipp Nummer 3 sage ich euch, probiert einen Mate zu finden. Wenn ihr keine Mates habt, geht in irgendeinen guten Club rein und fragt, ob jemand euer Mate sein möchte. Wenn keiner davon euer Mate sein möchte, kommt, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, in meinen Club reinkommen. Vielleicht will da jemand mit euch euer neuer Mate sein. Auf jeden Fall, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu Platz Nummer 4. Tipp Nummer 4, ihr müsst Meta-Brawler spielen. Also, was meine ich mit Meta? Ihr müsst die Brawler, die gerade jetzt richtig, richtig, richtig gut sind, auf 25 probieren zu machen. Zum Beispiel, jetzt gerade, ich weiß nicht, welcher Brawler so unbedingt Meta ist, aber auf jeden Fall, ihr müsst jetzt, zum Beispiel, glaube ich, Max ist der gerade in richtigen Meta. Deswegen, Leute, jetzt gerade hättet ihr vielleicht die Chance, Max auf 25 zu machen, weil vielleicht wird er bei den Wartungsarbeiten schlechter gemacht oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wie gesagt, bei Tipp Nummer 3 oder 4, ich weiß gerade nicht, wo ich bin, müsst ihr auf jeden Fall immer mit Meta-Brawler spielen. Denn wenn ihr mit Meta-Brawler spielt, dann ist es eigentlich sehr, 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 sehr gut für euch und sehr, sehr einfach eigentlich. Und ja, auf jeden Fall. Tipp Nummer 4 oder 5 ist Teamen. Und zwar, was meine ich mit Teamen? Und zwar, wenn ihr zum Beispiel Solo-Showdown spielt oder generell Duo-Showdown, probiert einfach zu teamen. Und wenn die Gegner mit euch teamen, dann habt ihr eine bessere Chance, vielleicht erster oder zweiter Platz zu werden. Und ja, auf jeden Fall, das ist mein Tipp an euch. Probiert einfach mal öfter zu teamen, wenn ihr Solo oder Duo-Showdown spielt. Auf jeden Fall, das wäre ein sehr, sehr guter Tipp. Weil Teamen tut halt zurzeit, wie gesagt, wirklich jeder fast. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, wie gesagt, auf Platz Nummer 4 oder 5. Tut mir leid, Leute, ich weiß gerade nicht, welche Nummer ich bin. Was? Nummer 6? Okay, auf jeden Fall. Wie gesagt, bei Tipp Nummer 6 oder wie auch immer, würde ich sagen, müsst ihr auf jeden Fall teamen. Und auf Tipp Nummer 6, ihr müsst natürlich auch einen Brawler spielen, mit dem ihr richtig, richtig gut seid, wie zum Beispiel ich mit Colt oder Max. Und Leute, kleiner Tipp, falls ihr euch zum Beispiel fragt, welcher Brawler ist gut in dieser Map, ich habe eine App für euch, die heißt Starlist auf jeden Fall. Ihr müsst einfach nur in den Link in der Videobeschreibung drücken
Und da wird euch zum Beispiel jeden Tag angezeigt, welche Brawler richtig gut bei dieser Map sind oder welche Map am nächsten Tag rauskommt. Diese App sagt euch fast wirklich alles, zum Beispiel die besten Weltrekorde im Game oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich kann euch gerne mal die App Starlist empfehlen. Und ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonnieren, checkt es neu. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr gerne so welche Tutorials wollt, schreibt es gerne im Chat. Ciao, ciao.